Hallo, 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 ihr Sumsebienchen und willkommen zurück zu Discworld 2. Ja, ich glaube, ich gehe nochmal, hier konnte ich jetzt gerade nichts machen so wirklich, ich gehe nochmal in die Schatten. Ich habe das Gefühl, dass ich da noch nicht alles gemacht habe. Dass ich irgendwas übersehen habe. Das ist der Laden von Frau Kuchen. Die hätte gern Ektoplasma. Ektoplasma würde ich von... vom Geist des Narren bekommen. Aber wie bringe ich ihn aus? Oh, das ist ein Ziegelstein. Ein Ziegelstein? Man kann ihn gut in der Hand halten. Ausgezeichnete Aerodynamik. Ein ordentlicher Ziegelstein kann den Künstler in einem wecken. Kann ich den Ziegelstein mit dem Narren verwenden? Weil er hat ja gesagt, er ist gebunden an das... Gemäuer, quasi die Überreste des Gildenhauses. Pass jetzt auf! Aufpassen! Ja! Du bist also an Steine und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Gildenhaus! Ja! Gibt es irgendeinen Grund, warum du hierbleiben musst? Ich meine, wenn die Steine fortgebracht werden, so kannst du sie doch begleiten, oder? Du könntest auf einen der Steine springen und dann bringe ich dich zu interessanteren Orten. Interessant! Ja? Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Oh, lachi, 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 lachi. Kriech jetzt in den verdammten Stein. Oh, lachi, lachi, lachi. Okay, wir haben jetzt den Geist gefangen. Dödödödödödö, Ghostbusters! Und dann, wie schleudere ich am besten da... das Ektoplasma raus. Mit dem Beschleuniger geht das? Nein, nein! Da drin gibt's nichts mehr zu lachen! Oh, lachi, 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 lachi! Oh, lachi, 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 lachi! Okay, wir haben jetzt ganz viel Ektoplasma. Jetzt muss ich an Southpark denken mit dem Ektoplasma. Ektoplasma? Das heißt, ich hoffe jedenfalls, dass es Ektoplasma ist. Verklickt. So, dann bringen wir das Ektoplasma mal zu Frau Kuchen in die Schatten. Ja, gib Ektoplasma an Frau Kuchen. Hier, nimm und erstick daran. So, jetzt haben wir die Flasche. Und ich glaube, mit der Flasche, weil das ist ja eine Flasche für einen Djinn, also für einen Geist, können wir den personifizierten Gestank vom alten Ron fangen. Ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Wenn er doch nur einen Grund hätte, in die Flasche zu schlüpfen. Eine leere Djinn-Flasche. Drei Wünsch und Wusch, schon zieht er sich in den Ruhestand zurück. Was ist das für ein Job? Nun, es klingt nach einem ziemlich guten Job. Kann ich da das Bier reinfüllen? Es nützt nichts, das in Alkohol zu tränken. Nee. Okay. Oh, das ist eine Säge. Endlich habe ich eine Säge erblickt. Die habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Okay, jetzt haben wir eine Säge. Was bringt uns das? Aber nee, ich will mich noch mal umschauen bei der Scheintoten. Oma Wettwachs, die ist hier. Gut, dann gehen wir mal da runter.
Hier war ja das dreckige... Oh, da liegt ein Messer in der dreckigen Brühe. Dann nehmen wir das Messer mal mit. Mit dem Messer könnte ich dann jetzt wahrscheinlich am Hafen das Fischernetz aufsägen, aufschneiden. Verklickt. Verklickt und zugenäht. Oh, Wendell. Das soll richtiger Tod sein? Zu meiner Zeit wussten die Leute noch, wie man richtig stirbt. Tunnel und weißes Licht. Hallende Stimmen und der Chor. Jawohl, wenn ein Job die Mühe lohnt, so sollte man sich richtig bemühen. Hussa! Entschuldigung, hat mich verschluckt. Schöner Tag, nicht wahr? Fall tot um! So, dann schneiden wir doch mal hier das Netz auf. Oh, armer Wendell. Windel. Jetzt bekommt er auch noch lauter Fisch auf den Kopf. Aber wir können den Hammerhai mitnehmen. Vielleicht. Den packe ich mal in Truhe und dann rede ich mal mit Windel nochmal. Nö, das geht nicht. Der will nicht mit uns reden, der gute Herr Poons. Aber jetzt können wir den Hammerhai hier im Park den Leuten andrehen. Wahrscheinlich braucht man für alle drei irgendein Tier. So, du kriegst den Hammerhai. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Stöcke. Und wir haben noch den Vogel. Gilt der auch als Hammer? Willst du den Vogel haben? Ist das richtig so? Ihr habt ja jetzt alle Tiere bekommen als Hammer. Ja, das passt. Dann habe ich schon mal drei Stöcke. Die kann ich dann schon mal dem Erzkanzler Ridcully bringen. Ich habe eine Säge und hier ist ein Holzbrett. Okay, das Brett kann ich nicht auswählen, also muss ich wahrscheinlich da auch nicht am Brett rumsägen. Aber ich kann die drei Cricket-Schläger oder Crockett. Ist das Cricket oder Crockett? Ach, egal. Die kann ich jetzt schon mal dem Erzkanzler geben. Sieh nur, Stöcke, insgesamt drei und alle gleich lang, so wie von dir verlangt. Ausgezeichnet! Woher stammen die Stöcke? Hast du sie einfach aus dem Garten geholt? Natürlich nicht. Na, ich schätze doch. Okay. Dann gehe ich nochmal. Was wollte die im Laden von uns? Achso, die wollte Bienenwachs. Namengilde. Ich muss noch irgendwas machen, damit der Vampir abhaut. Was brauche ich denn eigentlich alles nochmal? Mäuseblut, Glitzer habe ich. Stöcke habe ich, den Gestank brauche ich, die Kerzen und das Mäuseblut. Okay. Ich rede nochmal mit dem Vampir hier. Blut, Blut, Blut. Wie bitte? Schon gut. Ich versuche nur, mich an diese Rolle zu gewöhnen. Okay, ja, zu dem können wir nichts Neues sagen. Ich muss ihn irgendwie davon überzeugen, dass die Sonne aufgeht. Aber wie? Weil bei Tag... Oh, da ist ein Eimer. Kann ich den mitnehmen? Das Ding ist fest mit dem Boden verbunden. Vielleicht darf man noch einmal hineinspucken, bevor man abtreten muss. Okay. Ich muss ihn irgendwie dazu bekommen. Was habe ich im Inventar? Geldbeutel? Okay. Lassen wir ihn... Was haben wir in Truhe? Humpen, Ginflasche, Blasebalg, Getreide, Streich, Topf. Ein handgefertigter Topf, derzeit leer.
Der Handwerker hat sein Zeichen in Form von hübschen Bissspuren am Rand hinterlassen. Ich hab einen Magneten. Kann ich den Kaffee da in die Ginflasche füllen? Er müsste betrunken sein, bevor ich ihn dort unterbringen kann. Das ist auch nicht die Lösung. Sieht interessant aus. Angriff des 15 Meter großen Zwergs. Wird bestimmt ein Riesenerfolg bei den hiesigen Trollen. Trolle mögen's heiß. Was mögen sie heiß? Suppe? Ich brauche eine Idee. Ich rede doch mal hier mit ihr. Wir werden siegen. Okay, nee, die sagt nur dasselbe wieder. Kann ich sie irgendwie losschneiden? Ich sollte nicht den Umstand ausnutzen, dass diese Frau gefesselt ist. Oh, warum denn nicht? Ich brauche Ideen. Okay. Platte. Eine Platte. Aha. Und zwar unter dem Sarg. Eine Art primitives Antigravitationssystem. Wie bekomme ich... Also ich brauche noch das Mäuseblut und den Gestank. Wie kriege ich den Gestank in die Flasche? Und ist in der Flasche überhaupt noch ein Gin drin? Muss ich die Flasche vielleicht erst reiben? Das ist eine gute Frage. Nein, es ist leer. Und ich passe bestimmt nicht hinein. Eine leere Gin-Flasche. Drei Wünsch und Wusch, schon zieht er sich in den Ruhestand zurück. Was ist das für ein Job? Nun, es klingt nach einem ziemlich guten Job. Oder muss ich die verscheuchen, indem ich die Knallkörner hier in die Kanne werfe? Er müsste betrunken sein, bevor ich ihn dort unterbringen kann. Topf. Das kann ich nicht in den Topf legen. Vielleicht kann ich den Humpen an den Ron geben. Es nützt nichts, das in Alkohol zu tränken. Aber du hast doch gesagt, er müsste betrunken sein. Oh Mann. Hier kann ich mit keinem mehr reden. Hier gibt's nur Gimlet, den Tisch, die Speisekarte. Ob dies etwas mit dem Café Olé zu tun hat, von dem man immer wieder hört? Oh, ich stehe gerade sowas von auf dem Schlauch. Habe ich hier irgendwas übersehen? Gibt's hier am Hafen noch irgendwas, was ich machen kann? Nee, hier ist nichts mehr. Entschuldigung, ich musste gerade Pause machen. Das Telefon hat geklingelt. Okay, und weiter geht's. Was machen wir jetzt? Ich brauche eine Idee. Kann man hier weiter... Hier kann man weitergehen, okay. Oh, hier gibt's eine Schere. Was bringt mir das? Ein Unterrock. Oh, aus Seide. Aber wenigstens kann man hindurchsehen.
wenn man das möchte, aus irgendeinem Grund. Eine Holzpuppe. Ihre Arme sind fast so zierlich wie meine. Ich kann bestimmt mir daraus irgendwie ein Netz basteln aus dem Unterrock, mit dem ich dann mir einen Imkerhut irgendwie machen kann, also einen Schutz vor den Bienen. Ich fürchte, das kann ich nicht schneiden. Ich bezweifle, ob... Nicht? Kann ich den Unterrock mitnehmen? Okay. Jetzt haben wir einen Unterrock. Kann ich mit irgendwas mit der Puppe machen? Okay, ich konnte den Holzarm absägen. Und was bringt mir das jetzt? Ich habe jetzt einen Holzarm. Geh nochmal hier in den Park. Vielleicht haben die hier irgendwelche Hinweise noch. Wobei, nee, die sind beschäftigt mit Cricket. Oh, da geht's weiter. Ah, ein Kobold und ein Komposthaufen. Das sehe ich zum ersten Mal. Für wen? Für wen was? Für wen hast du mich gehalten? Oh, für niemanden im Besonderen. Ist nicht weiter wichtig. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat, weitere Fragen zu stellen. Das wär's also wie? Darin besteht dein ganzes Repertoire. Du sitzt einfach nur rum und sagst, oit. Ist das alles? Ist das alles? Nein, nein! Du siehst nur einen kleinen stinkenden Kobold in mir und ich sage Hurra! Einen kleinen dummen Kobold siehst du in mir und ich sage Ja, ja! Denn ich stinke hier und so passt es mir. Ich stinke auch dort und geh ruhig fort. Mit dem Haar verstopft, ich den Abfluss in der Wanne und dann sing ich den ganzen Tag volle Wanne! Du nennst mich einen kleinen dummen Wicht und ich sage, sollst du bekommen die Gicht. Du sagst, dünn ist der Faden und von mir hörst du das Wort Kartoffel. Faden dünn, Faden dreil und Kartoffeln schallen überall. Wie lange dauert's, um abzuziehen einen Bären das Fell? Ich sage, es könnte gehen ganz schön schnell. Oit! Ja. Okay, er sagt, dass er stinkt. Wer bist du? Oi, stinkt der Kobold! Stinkt der Kobold? Nein, stink, nicht stink! Wenn ich stink hieße, könnte ich wohl kaum damit rechnen, viele Freunde zu finden, oder? Ich meine, ich habe einen Gestank. Das gehört gewissermaßen zu meinem Job. Aber ich heiße nicht so. Verstehe. Du hast also den schlimmsten Gestank weit und breit? Leider nur den zweitschlimmsten. Der schlimmste gehört dem stinkenden alten Ron. Vielleicht ist das der Grund. Ich meine, vermutlich bin ich deshalb übergeschnappt. Enttäuschung, Sehnsucht, Verzweiflung darüber, nie das letzte Ziel erreichen zu können. Du bist übergeschnappt? Oh ja, bei mir sitzen alle Schrauben locker, nicht nur eine einzige. Oit, oit, wer ist ein hübscher Kuttelfisch? Oit. Warum werden die Leute verrückt, wenn sie mit mir reden? Vielleicht liegt's an deinem Gesicht. Ein Kobold mit sonderbaren Stiefeln. Ihre Sohlen sind aus Stahl. Sieht seltsam aus. Ich hoffe, du schreibst das auf. Oder soll ich Hinweis schreien? Er hat Stahlkappenschuhe. Es sind also deine Stiefel. Ich meine, der Gestank wohnt in deinen Stiefeln? Stiefel sind das ideale Heim für jede Art von Gestank.
man besonders intensiven Gestank. Ich beabsichtige, einen besonders eindrucksvollen Gestank anzulocken nach dem nächsten Anfall von Wahnsinn. Hey, warte, warte! Es geht gleich los! Oid! 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 Schade, hat nicht richtig geklappt. Tut mir leid. Oh Gott, ist der nervig. Nun, das wär's fürs Erste. So, und er hat Stahlkappenstiefel. Also benutzen wir doch mal den Magneten mit dem Kobold. Jetzt haben wir die Stiefel. Und das ist der zweitschlimmste Gestank. Können wir die in die Ginflasche packen? Bitte, passt hervorragend. Okay, jetzt haben wir Stiefel in einer Flasche. Das funktioniert dann wahrscheinlich als Köder für den Gestank des üblen, alten, stinkenden Rons. Probieren wir es doch mal aus. Ginflasche, übler Geruch. Ein Goldstück, Herr, bitte, gib mir ein Goldstück. Wir haben großartig. Ihn. Großartig, ich habe gerade einen Geruch gefangen. Hoffentlich schaffe ich es auch, ihn wieder loszuwerden. So, sagst du jetzt was anderes? Mist und verflucht. Jahrtausend Hand und Krawatten. Kaninchen. Überall Kaninchen. Oh, du Jammer. Spinn. Ich hab's ihnen gesagt. Schreib's dir hinter die Trompete. Ja, tausend Hand und Krawatten. Zum Kuckuck damit für ein Hosenspiel. Willst du was? Was ist das für eine Wolke über dir? Das ist mein Gestank. Das ist mein ganz besonderer Gestank. Ein erstklassiger Gestank. Quicklebendig. Und mit einer eigenen Persönlichkeit ausgestattet. Soll das heißen, dein Geruch ist so intensiv, dass man ihn sehen kann? Weißt du, er mag die Stiefel. Er findet großen Gefallen daran, sich in einem guten Stiefel niederzulassen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss meine Arbeit als Irrer in diesem wundervollen Straßentheater namens Ankh-Morpork fortsetzen. Bohnen. Geröstete Bohnen in Wasser. Es heißt Kaffee. Eignet sich gut, um einen klaren Kopf zu schaffen. Nun, mir ist Schlamm lieber. Eine Tasse heißer Schlamm und man ist gut auf den Tag vorbereitet. Eine Mahlzeit aus alten Stiefeln und dazu leckerer Schlamm. Und dann kann man über die ganze Welt lachen. Okay, danke fürs Gespräch. Ich kann hier nicht den ganzen Tag schwatzen. Ich muss jetzt weiter. Okay, das ist Kaffee. Okay, kann ich mir merken? Muss ich mir merken. Irgendwo für brauche ich Kaffee. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal den Gestank vom alten Ron. Den können wir dann auch mal dem Erzkanzler überreichen. Und ich würde sagen, ja, danach beenden wir mal diese Folge. Hier, eine Portion Gestank. Was ist das denn? Sieht er aus wie ein Geist in der Flasche. Du bekommst mehr, als du dir wünschst, wenn du das Ding öffnest. Okay, ja. Stinkende Grüße und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.